So, das haben wir auf 10, das haben wir auf 10. Was wollten wir als nächstes machen? Ich glaube, die Aktion mit dem Leben, ne? Oder? Machen wir den hier. Magie-Item-Chance. Ich glaube... Wir bringen das, die beiden jetzt mal... hoch, dem letzten Punkt geht er mal nächstes Mal da drauf und der zweite da drauf und dann, ja, sollte das langsam interessant werden. Hallo Jung! Tschüss Jung! Haha, letzten Außenposten umgelatzt. Was jetzt? Geht zum Wasserwerk, oh Elend. Uey, Attacke! Schild an! Gegnerhorden schnitzeln. Also ich weiß nicht, aber im Vergleich zum Anfang der Aufnahme ist das jetzt mittlerweile äußerst entspannend, was wir hier fabrizieren. Ernsthaft. Geht zum Wasserwerk. Gehen wir hin. Gut, das ist jetzt der Industriehafen, aber wir gehen da mal da runter. Was ist das denn hier? Hakenmonster? Was ist denn für ein Gelöt? Wieso ist die Katharina schon wieder umgekippt? Hallo? Was zum Geier? Widerstand. Oh Jungs, haltet mal kurz die Fresse. Kann sich hier gar nicht konzentrieren. Fall endlich um! Mann ey! Die sind aber auch unfreundlich beim Sterben. Okay, hätte ja sein können. Dass da noch irgendwelche Secrets liegen. Hallo, hallo. Freunde, was macht ihr denn hier? Lang nicht gesehen. Ah, erstmal die Caster hier weghauen. Die gehen mir jetzt schon auf die Klötze. Ah, Junge. Diese wachsenden Frösche. Na also. Und schon herrscht herrlicher Frieden. Darf ich mir jetzt hier die Leichen angucken? Van Helsing. Right in time. The Vaginoi Frogs attacked us. I'm the last of my squadron. There is a boat on the river. With the weapon ship and for the resistance, waiting for the signal. I could fly over the water. Would that work? No. They are waiting for the signal from the lighthouse. Climb the stairs. Turn on the light. Will you do that? Oh, sicher. I'll do that, my friend. Schmuggeln. Geht zum Wasserwerk. Gehen wir zum Leuchtturm. Muss dem Widerstand ja schließlich helfen hier. Uhaha. Ach, diese elenden Viecher, die ja Bomben verteilen, wa? Genau, wo ist Hegel? Brauchen wir nicht gewettet, Freunde. Ich sagte eben noch was davon, dass es jetzt relativ cremig läuft. Also, die Frage ist, gehen wir jetzt direkt in den Leuchtturm oder... Nö, wir räumen hier erstmal auf. Ich bespaß mich doch so gerne. Ich schnetzel mich doch so gerne durch
Horden von monströsen Gestalten. Ha. Weshalb ich auch ein großer Fan der God of War-Reihe bin, muss ich sagen. Ach, das waren noch Zeiten. Mit Kratos gegen den Olymp. Herrlich. Deswegen, das hier macht mir auch Spaß. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr. Wenn man das vielleicht zeitweise nicht hört, weil ich so ruhig bin. Ich liebe es. Spürt meinen Zorn. Lady Katharina? Kannst du mir mal erklären, warum du mir nicht hilfst? Und ist schon wieder umgekippt. Soll ich dein Ernst, oder? Ist sie ernsthaft schon wieder umgekippt? Mann. Kann nicht wahr sein. Oh, Kiste. Gerümpel. So. Noch mehr Gerümpel. Und ein Fass. Und so. What are you doing with this ugly and stinky weed? Oh, wait. Are you picking flowers for that Romani girl? Und? Eifersüchtig, Madame? Hat unsere gute Lady Katharina irgendwie schlechte Laune, dass sie uns nicht mehr hilft? Irgendwie so vor. Na? Where is it? Show yourself, monster. What are you talking about? What monster? The creature that controls your mind and made you pick up that flower. Why? Why can't a man simply admire nature? Because that man is you. Ah. So eine Umstellung wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber das mit dem erhöhten Widerstand wirkt jetzt auch nicht wirklich, weil ich trotzdem immer noch ziemlich auf die Fresse kriege. Dann ist sie doch nicht umgekippt, aber wieso ist sie jetzt auf einmal auf dem? Habe ich das umgestellt? Könnte ich mich daran erinnern? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Habe ich sie umgestellt? Wann? Und wann habe ich ihr Verhalten umgestellt? Ernsthaft, ich habe das nicht mitbekommen. Vor allen Dingen, wann kriegen wir die letzten drei Rattenknochen? Ach, so haben sie den. Auf in den Kampf. Inventory is full.
Ta-ta-da-ta-da. irgendwelche interessanten Sachen dabei. Dinge, die auf jeden Fall massiv unseren Mana erhöhen würden. Beziehungsweise unseren Schaden. Aber alles andere in den Keller ziehen. Und hier. Weniger Lebenspunkte. Dafür mehr Schutz. Oh, ich habe ja schon beides freigeschaltet auf dem Teil. Sieh an. Das hat sich sogar richtig gelohnt. Ausweichpferd und... Wow. Das ist ja... Wie Weihnachten ist das ja. Oh. Essenz 10. Essenz der Lebenskraft. Sieht auch nicht schlecht aus. Was haben wir hier gekriegt? Das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Nummer. Sammle 5 Stück davon. Du hast 3. Rattenknochen. Achso, ich wollte ja wieder umlagern. Oh, so viele Waffen habe ich gar nicht. Not enough space. Und das funktioniert leider nicht mit dem Neusortieren, aber soll mir reichen. Gut, das Zeug schon mal untergekriegt. Coolman hurts us, my precious, but we take care of us, we do. Lässt du wohl die Leben zu tun? Leave this dumb boy. We mustn't let him have it, no. Men hurts us, my precious, but we take care of us, we do. Don't have enough rage. Go away! Leave this job of I. We mustn't let him have it, no! Jetzt kipp endlich halt um! Das geht doch wohl, Junge, ist nie. Anstrengende Type. So, nicht identifizierter Ring. Was haben wir denn da? Na? Ich hätte jetzt mit irgendwie mehr gerechnet. Ein gewisser magischer Ring. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ein gewisser magischer Ring. My precious. Oh Gott, wie viele Anspielungen denn noch? Bitte! Lohnt sich der vielleicht für Lady Katharina? Auch nicht wirklich, aber wir würden wesentlich mehr Lebenspunkte und wesentlich mehr Mana kriegen. Dafür allerdings Schaden verlieren, Schutz und Zauberkraft. Allerdings würden wir pro Stufe mehr bekommen. Unser Zorn würde sich auch drastisch erhöhen. Willst du mich veräppeln? Der eine hat nur Basis-Giftwiderstand. Wieso? Ihr spinnt doch wohl. Dann legen wir mal den gewissen magischen Ring. Zwinker, Zwinker. Oh Gott. Langsam wird das zu viel für meine arme kleine Kinderseele. Ernsthaft. Und ich merke, ich befinde mich schon wieder am Ende der Aufnahme. Die FPS gehen runter. Dementsprechend denke ich mal, dass meine Festplatte sich langsam vollrödelt. Das heißt, ich werde jetzt gleich Feierabend machen nach dieser Mobgruppe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.
in der nächsten Aufnahmerunde dann. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst vielleicht auch ein Like da. Wenn es euch ganz besonders gefallen hat und eventuell auch der restliche Scheiß, den ich so fabriziere, könnt ihr auch gerne abonnieren und wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen. Bis dahin, Carpe Noctem, Tempus Fugit, Memento Mori.